Willkommen zurück zu Turok 2. Ja, hier haben wir es letztes Mal aufgehört. Da unten liegt noch Schrot. Kann ich mir die jetzt noch holen? Komme ich dann wieder hier hoch? Wenn ich jetzt hier runter donner, ich muss dann... Moment mal, ja, da wieder hoch. Die würde ich gerne noch mitnehmen. Und zwar habe ich hier offscreen eine Ewigkeit umgesucht. Ich habe nicht gefunden, wo es weitergeht, ehrlich gesagt. Das sieht aber auch hier komisch aus hier. Ja, müsst ihr entschuldigen, ich bin ein bisschen erkältet. Und zwar habe ich dann nachgeschaut, weil ich echt nicht wusste, wo es weitergeht hier. Ne? Ich bin rumgerannt. Ja, dieses Teil hier kann man angeblich zerstören. Und wir werden es jetzt herausfinden. Tatsächlich. Alter, ich hab doch nicht mehr so viel Leben. Okay, der wäre auch tot. Das geht natürlich wieder nicht kaputt. So, und dann müsste hier die letzte, das letzte Ding sein, was wir benötigen. Ah, Gott sei Dank. Dass hier noch ein Magazin... Ach, das hat der gedroppt, der Feind. Okay, dann ist es ja gut. Ja, das letzte Embryo. Und dann können wir eigentlich, weil mit der... Ich habe auch mal nachgeschaut, jetzt nicht, wo das ist, wo man die Feder einlöst. Moment, die Viecher können wir doch auch anders machen, ne? Wenn das jetzt nur so eine Krabbler-Käfer sind. Aber hier könnte auch noch ein anderer. Ah, ja. Die natürlich nicht. Meine Güte. Na gut, mit der Pistole könnte ich die auch machen. Ich höre sie doch schon wieder. Ah, da oben ist auch einer. Okay. Alter Schwede. Jetzt stirb doch. Sau. Hier nicht mal leben oder so. Ich bräuchte jetzt unbedingt leben, aber ich muss hier, das wollte ich mir aufheben. Oh, Entschuldigung. Oh, mein Gott, habe es überlegt, gar nicht aufzunehmen. Habe ich da keine... Ich brauche den doch nur im Kopf schießen, ne? Wieso treffe ich nicht? Der trifft doch auch nicht. Aber ist das das Problem? Okay, damit hat es keinen Sinn. Und er will hier noch mehr Pfeile verschwenden, würde ich sagen. Sniper. Sein Kopf, der ist natürlich versteckt. Ah, wir bleiben lieber hier oben. Ah, endlich. Meine Güte. Das hat ja... Ich könnte mir vorstellen, dass hier um die Ecke auch noch einer liegt. Ah, habe ich recht. Habe ich recht oder habe ich nicht recht? Da. Wir müssen nur seinen Kopf treffen. So.
41 Leben, das ist echt überwältigend. Das ist ja schlimmer als schlimm. Ja, und hier liegt noch ein Raketenwerfer. Na dann mal los. Muss nur aufpassen, dass ich mir nicht selber Schaden zufüge. So, hier ist aber schon auch noch einer, oder? Ja. Wo wurde er geschossen? Da oben? Ist das einer? Nee. Wo ist der? Ah, hier meine Pfeile. Kann ich alle wieder mitnehmen. Moment, aber hier waren wir doch schon. Hört ihr auch diese Käfergeräusche? Wo ist er? Ei! Da oben. Das gibt's doch gar nicht. Warum hält denn der so viel aus? Es gibt mir doch mal Leben hier. Ja. Da war natürlich auch noch einer. 19 Leben. Wo habe ich die jetzt gerade hingeschossen? Ich habe andauernd gegen irgendeinen Ast da geschossen oder so. Mein Gott. Na, 39 Leben. Ich weiß nicht, ob das reicht. Kann hier hochklettern? Sah mir aber gar nicht danach aus, dass man... Ach, hier können wir eine Weile... Man hätte auch da unten reingehen können, ne? Hier bleiben wir mal eine Weile. Bitte gib mir... Ja, für die Schrot wäre ganz nett. So ein bisschen, ne? Nicht die Waffe. So, damit das weggeht, damit neues spawnt. Ich könnte auch den Flammenwerfer für die Eier wieder benutzen. Das wäre auch ganz gut. Hier schon mal ein bisschen, ne? Ach, da drüben liegt sogar noch ein Flammenwerfer. Raketen. Ja, müsst ihr entschuldigen, aber ich muss, also, wisst ja, da kommen ja dann auch einige Feinde wieder. Da muss ich gut gerüstet sein. Und hier hätten wir eine gute Chance, eben auch das Leben wieder. Jetzt fangen die ja mit Pistole hier. Ne, ich weiß, wir nehmen Flammenwerfer, nehmen wir für die Dings und wir nehmen die Gatling. Die macht sich auch ganz gut. So, nochmal Pistole. Ach, jetzt rennen da unten. Vorhin nicht. Ja, habe ich Glück gehabt. Ich denke mal, dass man hier... weiß ich nicht, wieder rauskommt oder so. Hm, werden wir sehen. So. Ach Mensch, das macht doch nicht immer Pistole. Ich brauche noch ein bisschen Explosivmuni. Pistole haben wir doch jetzt hier genug. 30 erst. Will er mir jetzt immer 10er Magazine geben? Und Flammenwerfer, den hätte ich mir auch da noch holen können. Ich wollte eher, ich habe eher gedacht hier an... Wo ist sie? Ja, so ist richtig, dass sie voll. Jetzt müsste aber die Explosivmuni kommen. Ah ja, Krabbler. Ich habe auch gehört, dass diese Viecher da unten quasi, wenn da jetzt hier andere Feinde sind, dass man sie gar nicht töten soll, weil die
diese anderen Gegner auch angreifen. So, Raketenwaffe müsste doch jetzt auch langsam voll sein. Ja, endlich. So, noch ein paar Mal davon und dann ist gut. Also zweimal noch. Komm. Ich mach den Part auch wieder eine halbe Stunde. Weil dieses Rumgestehe, ihr könnt es ja vorspulen, wie gesagt. Aber ich finde, dass es nötig ist. Auf andere Weise kriege ich ja nicht so schnell jetzt Munition zusammen, ne? Wo kommen wir jetzt noch einmal die rote droppen tust, dann ist gut. Nein, Granaten fehlten natürlich auch noch. Na gut, sind auch wichtig, ne? Die machen ja sau viel Schaden. Ja, jetzt aber, komm. Jetzt fehlt doch bloß noch rot. Jawohl. So. Dann nehmen wir die Gatling. Ja, wie gesagt, hier hätten wir auch nochmal Flammenwerfer gekriegt. Ist das nur eine? Ach, guck einer an. Zum Ultra-Leben kommen wir hier. Ach so, da hätte ich gar nicht jetzt... okay. Ich muss also da unten rein. Da liegt auch noch Muni. Die wir nicht mitnehmen können. So, ihr kommt mal alle mit. Und die greifen nämlich die Gegner hier auch an. Ja, ja. Ich glaube, wenn wir hier mit dem Flammenwerfer... So, mal Ruhe hier. Hasta la vista, Baby. Jetzt werden hier alle getötet. Ja, ja, mach hier noch einen auf sterbenden Schwan. Was hier los? Was hier los? Ich muss mir aber auch noch was aufheben für... Okay, wo sind wir hier? Ah, das ist wohl neu. Wir gucken mal eben. Also hier war jetzt, die kann ich, das kann ich immer noch nicht nehmen, das Leben. Aber das lassen wir mal. So. Hier gibt es ja dann nur den Ausgang, den ich... nee, das ist ja der. Von wo sind wir denn gekommen? Moment. Hier, von dem her, ne? Von dem bin ich gekommen. Nehmen wir die auch noch mit. Genau, aber dann geht's da ja nochmal woanders hin, oder? Jetzt müssen wir uns nur nicht treffen lassen so oft, bevor ich die abschieße. Okay, ist das... wie die immer... Okay, das muss ich jetzt natürlich prüfen. Wo kam der denn jetzt schon wieder her? Okay, wir können auch die Gatling hier weiternehmen. Falls es hier Probleme gibt. Ja, die muss ich jetzt nicht unbedingt töten. Wie gesagt. Muss ich denn da rüber? Oh, da ist ein Käfer runtergefallen. Hat er gesehen.
diesen Teleporter, ja schön, aber... Jetzt hört er mal auf hier. Moment. Ich will mich doch hier nur mal ordentlich umschauen. Ach hier, das Ding. Okay. Alles klar, habe ich gar nicht gesehen vorher. Die können wir nicht aufheben, das ist ja der Minenwerfer. Achso, hier kann man nochmal, ja, hier ist eindeutig tot unten. Na gut. Boah, jetzt wäre ich beinahe. Okay, dann doch hier durch. Töten die Kleinen. Ah ja. So. Soviel ich jetzt weiß, müssen wir... Alter Schwede. Ja, das war nämlich das, wo ich noch gerätselt hatte, ne? Wieso? Da muss man da irgendwann rauskommen. Stimmt. So, jetzt müssen wir nur... Moment mal. Wir müssen jetzt... Da war das. Da ging es runter. Ich guck gerade, ob... wo wir nochmal hin müssen. Wir gehen einfach nochmal. Weil jetzt können wir eigentlich raus aus den Dings. Ist hier auch wieder alle Gegner da. So. Oder war das vielleicht unter Wasser, dass wir da... Nee. Das ist, glaube ich, hier. Was ist denn hier? Wieso klettert der jetzt nicht hoch? So, können wir jetzt mal hier eine andere Waffe nehmen. Wir nehmen jetzt mal die Schrot. Ach, hier ist ein Teleporter. Die Dinger kann man auch noch kaputt schießen. Habe ich auch noch heraus. Na, ich nicht, habe ich auch noch gesehen, sagen wir mal so. So, wo war denn nochmal das Ende? Ne, hier war doch das. Ne, hier sind wir falsch. Ah, schön, jetzt ist der Gegner auch wieder da. Jetzt frage ich mich da unten. Da unten müssen wir, glaube ich, rein. Ich will jetzt eigentlich nur noch zu der, ja, zum Ausgang. Quasi. Konnte ich ja nicht mal mitnehmen, weil ich ja volles Leben hatte. Aber hier ist jetzt wieder der. Wartet mal, dann nehmen wir den Vereiser. Genau. Der lass ihn mal schnurren. Und dann gehen wir hier rein. Schalten wir mal oben auf. Nein! Oh so. Okay. Kann hier, ja, leben. Wie komme ich wieder hoch? Ach ja. Oh, wir müssen. Also, normalerweise ist das total einfach. So.
die lassen mich nicht. Auftrag ausgeführt. Ja, besser ist es. So, und jetzt kommt nämlich gleich der Boss. Ah, da muss ich gucken. Das weiß ich jetzt nicht genau. Also, na, wir werden sehen. Das ist die Königin, okay. Okay, die Wanzen sind hier ein bisschen größer. Okay, Königin. Aha, auf dem Arsch habe ich gut Schaden gemacht. Und hier wieder diese Käfer. Unten haben wir Leben. Ach, hier spawnt übrigens. Ey, was spielt ihr hier vor mir? Gammeln. Ich sammle erstmal hier Munition. Ich glaube, solange das Ding lebt, kommt der Boss nicht wieder. Flammenwerfer, genau, das habe ich gesucht. Ich habe da gerade Flammen. Ja. Mal jetzt stärkeres Geschütz auffahren. Und ihr seht, da leuchtet hinten. Den kann ich hier nicht benutzen. Alter, 25 Leben noch. Vier Leben. Oh je, konnte man hier nicht irgendwo runterspringen? Man konnte doch hier irgendwo runterspringen. Ah, ah, ah. Ne, hier haben wir Leben. Aua. Hier weg. Ich muss doch mal Schaden kriegen. Mein Gut, ich weiß, dass... Okay, das haben wir vergeigt. Okay, man. Ich glaube, das Ding hier hinten. Nicht leicht. Okay, die Arme. Thank you.
Eieieiei, wir müssen erstmal hier ein bisschen abbauen. Ich glaube, normalerweise braucht man hier nicht sterben. Geduld, Lady, Geduld. Explosivmuni, ja, schön. Das hilft nicht. Brauch Leben. Raketen ist auch nicht schlecht. Flammenwerfer ist vielleicht auch nicht schlecht. Lass uns hier mal ab und zu Minen fallen. Man muss nur auf die Arme schießen, aber das ist schwer. Hier. Ich habe keine Muni mehr und nichts. Gatling. Gatling. Die nehmen wir dann gleich. Yatabo ist noch ein Schüsselchen. Jetzt haben wir sie. So, und ich habe gehört, man kann dir das Maul mit der Kratze stopfen. So. Hast du davon, ekliges Miststück. Ja, wäre wohl leichter gegangen, wenn ich hätte gut zielen können, aber mit dem Controller macht sich das einfach schlecht. Mit dem Controller kann man einfach nicht gut zielen. So, ja, hier hätten wir auch noch Tech-Pfeile gehabt. Ja, wir müssen jetzt eigentlich, uns fehlt ja hier der Stein noch. Und, ja, wir müssen da nochmal rein, weil wir haben ja auch die Fähigkeit noch nicht. Und ja, dann würde ich sagen, an der Stelle, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Turok 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.